und willkommen zu einem weiteren Review. Und zwar reden wir heute über eine Veröffentlichung aus dem Hause Van Records, die sich In the Days of War nennt. Und zwar von der Band Saratus. Ja, und es gibt ja so es gibt ja so Black Metal, sag ich mal, den man seine Herkunft sofort anhört, weil er die gewisse landestypische Merkmale hat, sei es nun Bands wie Dissection oder Nagelfar, die mit ohne E, oder Gorgoras, den man ja anhört, ne? Man hört Dissection an, dass sie aus Schweden kommen, Gorgoras aus Norwegen, oder Master's Hammer zum Beispiel auch, den man anhört, dass sie ja aus Osteuropa kommen. Und ebenso hört man Saratus ganz klar an, woher die kommen, denn die Musik schreit einen ja quasi an. Hallo, ich komme aus dem Land der tausend Inseln, ich komme aus dem Land der Philosophen, ich komme aus Griechenland. Also ist, das meine ich jetzt mal gar nicht wert, aber es schreit einem wirklich so dermaßen ins Gesicht, dass man kann gar nicht auf ein anderes Land schließen. Bisher hat diese Band zwei Releases, nämlich das und eine EP, die 2019 rauskam. Das Ganze hat 7 Songs und geht knapp unter 15 Minuten. Und vom Stil her kann man das ganz gut mit einer anderen Band vergleichen. Nämlich mit den aktuelleren Sachen von Rotting Christ, so ab die 2000 so. So Sachen wie die Theomagachia, ich weiß es gar nicht, wie es heißt. Oder die Kataton Udoi oder die Rituals. So in etwa, also wir haben epischen Schlachten-Black Metal, der nicht so schwarz ist, der in Anführungszeichen exotisch daherkommt, sehr bombast, der mit sehr viel Bombast angereichert ist und gerne mit also sehr viele, ja, nationale Folklore einbaut, manchmal in den ruhigeren Passagen, aber auch sehr viele klassische Metal-Riffs und Melodien hat. Nicht wirklich schwarz und aggressiv daherkommt, aber dieses, dieses Feeling von Schlachten, von Griechenland, von Antike so rüberbringen. Und das gelingt äußerst gut und der Vorteil, den Saratus gegenüber aktuelleren Rotting Christ Sachen haben, die ich ja auch sehr mag, aber Rotting Christ sind schon sehr drüber, was den Bombast angeht, sehr, also gerade die letzten 3-4 Alben sind schon für manche over the top, sind schon sehr bombastisch, schon quasi eine musikalische Version von 20 Uhr Blockbustern, sehr massiv, mächtig, sehr überproduziert, schon fast sehr glatt, sehr steril. Wie gesagt, ich mag es sehr, also mir persönlich sagt der Style zu, aber ich kann verstehen, wenn man von diesen ganzen Chören, von diesem ganzen Bombast und von diesen, ja, auch noch mit dieser sehr klaren, sehr, ja, fast zu sterilen Produktion, wenn das einem alles so ein bisschen zu viel ist, too much. Und Saratus gehen da deutlich basischer, deutlich undergroundiger vor. Die Produktion ist nicht so fett, nicht so, passiert nicht so viel. Der Bombast ist da, die Symphonik, das Keyboard, aber es ist halt nicht so krass über wie bei aktuellen Rotting Christ. Die Chöre gibt es kaum. Bei Rotting Christ sind die ja immer präsent, aktuell. Bei Saratus gibt es die kaum und dadurch hat man letztendlich eine basischere Version von den aktuellen Rotting Christ Sachen, deutlich basischer, deutlich dezenter wird alles eingesetzt, nicht so drüber, nicht so Blockbuster-mäßig wie, wie gesagt, die letzten drei Rotting Christ Sachen. Also, gerade wem so diese Sachen zusagen vom Stil her, aber
mit dem Sound Probleme hat, mit dem, dass es schon sehr viel ist und alles so drüber und so. Wie gesagt, die sagt zu, aber wer alles damit ein Problem hat, aber grundsätzlich mit diesem, mit der musikalischen Ausrichtung dieser Alben sich anfreunden kann, der sollte definitiv in Days of War anchecken. Also es gibt solche Songs, es gibt Darkness and Day, Decay, der schon stampft, mächtig rollen, stampfen, also schön schlachtig ist, sag ich mal. Die Longtracks sind schön atmosphärisch und sound to play und gerade der letzte Song, Zoroastrian Priest, der hat quasi was von... Der Anfang erinnert mich ein bisschen an Summoning, das Instrumentarium aus der Konserve betrifft, ein bisschen was von Summoning auf Griechisch, beziehungsweise auf... hat ein bisschen was Orientalisches schon fast, so am Anfang, das legt sich dann auch, aber gerade am Anfang muss ich schon denken, dass es so ein bisschen was von Summoning hat. Meine persönlichen Highlights sind, Darkness and Day ist cool, der Opener ist recht atmosphärisch, hat so ein bisschen so Geräuschkulisse, sag ich mal. The Days of War hat immer mal wieder stampfende Mid-Tempo-Passagen, die mit sehr viel Heavy Metal angereichert sind. Gerade mein persönlicher Fake-Track, Heritage of Fire, das ist quasi, ja, das ist eigentlich ein Heavy Metal-Song, so vom Riffing und so, mit Black Metal-Gesang und ab und zu an dezenten Boards, die so ein bisschen Horrorfilm, Atmosphäre, so alte Dracula, keine Ahnung was, sowas in diese Richtung Atmosphäre haben. Aber so vom Riffing her und dadurch, dass das so komplett im Mid-Tempo ist, ist dann ein angeschwärzter Heavy Metal Song, der richtig geil ist. Das Riffing am Anfang, also das Riff am Anfang ist göttlich, also das ist richtig geil. Also das Riff am Anfang hat richtig Spaß gemacht und grundsätzlich macht die Album Spaß. Es ist, ja, hat was von Hollywood-Okkultismus, könnte man sagen. Es ist sehr catchy, sehr eingängig, bombastisch, aber nicht so überladen bombastisch wie Rotten Christ. Es ist sehr farbenfroh, es ist sehr leicht exotisch, es ist sehr griechisch, es ist sehr also es hat sehr viel Schlachtatmosphäre, es geht nach vorne, stampft, hat prägnante Riffs. Ja klar, es hat keinen Dreck. Es ist nicht düster wirklich. Und es ist... Es ist weder was für Puristen im allgemeinen Black Metal noch für Puristen des Griechenland-Sounds. Also es geht nicht in die Richtung von alten Rotting Christ oder alte Varatron. Es ist schon halt dieser 2000er Griechenland-Style, aber deutlich basischer, deutlich undergroundiger. Und wenn man sich mit diesen Sachen anfreunden kann, aber halt eigentlich, man mag das, aber man findet halt, ja, die Rituals, heißt Rituals oder Rituell? Oder die Kataton Idoi von Rotting Christ, wenn man das einfach zu viel findet, zu hyperbombastisch, zu glatt produziert, zu Blockbuster-mäßig, zu steril. Aber wenn man grundsätzlich das mag, diesen Symphonic Black Metal, der sagt, dass er aus Griechenland kommt, weil er so griechisch klingt, weil er dieses antike Feeling hat, weil er, ja, schon so ein bisschen Hollywood-mäßig, wie so ein Hollywood-Film, der in Griechenland spielt, quasi wirkt, weil es halt sehr catchy, sehr leicht zu genießen ist, aber trotzdem dieses Mystische hat, diese griechische Atmosphäre, dieses antike Feeling und so. Der sollte Saratus sich gönnen. Soweit ich das gesehen habe, gibt es das nur auf CD. Ich will mir das kommenden Monat bestellen. Ich habe schon mal bei Ren Records und Nairo rumgestöbert. Und so wie ich das gesehen habe, gibt es das nur als Digipack-Version. Aber auf jeden Fall, für alle, die den 2000er Griechenland-Style, was Black Metal angeht, mögen und
wie gesagt, wem aktuelle Rotting Price zu sagen, aber es einfach zu viel ist, dem kann ich Zaratus echt am Herzen. Super Scheibe, Top Scheibe und mit Heritage of Fire einen richtig geilen Heavy Metal Song auf der Platte. Also sehr zu empfehlen, wem einfach, ja, wer diesen Style mag. Also mir sagt er sehr zu, ich mag es auch mal, wenn es nicht schwer verdaulich ist und einfach, ja, einfach Spaß macht, wenn man Platte macht und einfach, ja, so einen Film hat. Gutes Teil, gefällt. Kann ich nur 8,5 Punkte zücken, macht echt gute Laune, es geht nach vorne, das unterhält einen, es ist eine stilvolle Scheibe, aber für Puristen wird es zu gut produziert sein und zu bombastisch sein, aber wenn man darauf einen Fick gibt, sag ich mal, der kann hier echt viel Spaß haben, macht Spaß, macht gute Laune, gute Zeit. Und wir werden uns nachher nochmal sehen, weil ich habe Post bekommen, es wird nochmal ein Update geben, aber ein sehr, in Anführungszeichen, merkwürdiges, weil, ja, dazu werde ich dann später mehr sehen. Auf jeden Fall kommt noch ein Video. Und da sehen wir uns dann später. Bis dann, ciao.